Tauwetter in Davos. So richtig kuschelig ist es deshalb noch lange nicht. Die Krisenherde in der Welt schwelen weiter vor sich hin und das trübt natürlich auch den Ausblick. Wie geht es weiter mit der Weltwirtschaft? Das ist Thema dieser Diskussion. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Notenbanker und Finanzminister sind sich einig. Man ist vorsichtig optimistisch, richtet sich aber weiter darauf ein, Krisenpolitik zu betreiben. So ähnlich sahen das fast alle in diesem Jahr. Kein Wunder, die USA bekommen ihren Haushalt nicht in den Griff. China schwächelt und ob die Eurozone ihre Krise wirklich hinter sich lassen kann, muss sich erst noch zeigen. Entwarnung sieht anders aus und wo bleibt die Führung, fragen viele. Die USA wollen nicht immer der Retter in der Not sein, aber es gibt auch keinen anderen, der diese Rolle ausfüllt. Es gibt ein Vakuum. Ich rede deshalb von einer Welt der G0 statt G20. Schon seit Jahren, aber hier ist das richtig deutlich geworden. Es fehlt an globaler Führerschaft. Die Politiker, die hier waren, haben versprochen, Verantwortung zu übernehmen. Bundeskanzlerin Merkel zum Beispiel will einen EU-Pakt, in dem sich die Staaten verpflichten, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Ob's klappt, sieht man dann in Davos im nächsten Jahr.